Sehr geehrter Präsident, Damen und Herren! Der übergriffige Haushalt Brüssels setzt sich im Wesentlichen aus drei Teilen zusammen. Erstens traditionelle Eigenmittel. Sie stehen schon in den römischen Verträgen von 1958, als man sich nur auf Handels- und Agrarfragen beschränkte und die ersten Dauersubventionen schuf. Das Geld dafür kam aus den abgetretenen Zöllen und Zuckerabgaben. Diese machen noch ca. 10% des heutigen EU-Haushalts aus. Zweitens ein Mehrwertsteueranteil, der uns seit 1970 abgepresst wird. Damals hatte man sich den Haushalt sozusagen mal eben verdoppelt. Und auch heute noch sind das gut 10% des EU-Haushalts. Drittens die Bruttonationaleinkommenseigenmittel, die 1988 dazu kamen. Und die sind seither der quantitativ dickste Klops mit an die 80%, 75% des gegenwärtigen Haushalts. Der Deal war der, dass dominant diese Mitgliedsbeiträge auf Basis des Bruttonationaleinkommens als Finanzquelle herhalten sollten und dass damit weitere eigene EU-Steuern definitiv vom Tisch sein sollten. Die werden uns heute nun wieder frisch aufgetischt. Dass diese Frechheit nicht empört von allen deutschen Parteien zurückgewiesen wird, darf niemanden wundern. Denn außer der AfD sind ja alle für die regelmäßig vielversprechende und regelmäßig fast nichts davon einhaltende Aus- und Ausgabenausweitung Brüssels. Dass eine EU schon die alten Aufgaben schlecht oder gar nicht erfüllte, stört da offenbar keinen. Und jetzt soll ausgerechnet ein Wegdelegieren nationaler Aufgaben das Versagen zu Hause überdecken. Es soll gemeinsam geregelt werden, was diverse Mitgliedstaaten schon bei sich zu Hause nicht hinkriegen wollen oder können. Aber Grenzschutz, Rechts- und Sozialstaat werden entweder national garantiert oder eben gar nicht. Frontex und all die anderen Nicht-Grenzschutz-Papiertiger sind im Grunde alles Sicherheitsjobs, die von NATO-Armeeteilen oder nationalen Polizeien erledigt werden sollten und nicht von EU-Frontex, das ohnehin eher als internationalisierte Schlepperorganisation agiert. Das, all das sind schon die alten, unerledigten Aufgaben einer angeblich effizienten EU. Und merke, all das wird teils auch als offizielle Brexit-Begründung geäußert. Der Wahnsinnslogik, dass weniger Mitglieder in Pipi-Langstrumpf-Europa dann höhere Beiträge für den Rest bedeuten müssten, kommt man mit den Grundrechenarten allein freilich nicht auf die Schliche. Und die deutsche Nichtverhandlungsstrategie beim MFR bedeutet eben, dass man schon vorab den Geldbeutel öffnet, wenn einem nur neue Versprechen gemacht und neue Einhörner verkauft werden. Die nennt man dann nebulös europäischen Mehrwert. Ja, ja, das kann man, da kann man wohl nur lachen und beherzt zugreifen aufs deutsche Steuergeld. Aber trotz Pippi Langstrumpf hat das schwedische Parlament hier Nein gesagt. Auch Dänemark, Niederlande und Österreich übrigens. Nur in Deutschland verkauft das Triumvirat Merkel-Scholz-Oettinger innerhalb weniger Monate eine Kostensteigerung für die deutsche Staatskasse von 4 Milliarden auf 12 Milliarden, Zusatzmilliarden wohlgemerkt, per annum, als die nun ganz, ganz große Strategie. Alles für noch mehr heiße Luft aus, in und für Brüssel. Und welchem Wahlvolk verkaufen Sie das eigentlich? Vermutlich dem Wahlvolk, dem vor Wahlen immer mal wieder ein Leckerli vor die Nase gehalten wird. Welchem sonst? Diesen Mittwoch hörten wir im EU-Ausschuss vom MFR-Sonderbeauftragten des Auswärtigen Amtes, Herrn Ossowski, dass man zumindest den Mehrwertsteueranteil gerne ganz weg hätte. Warum macht man das eigentlich dann nicht? Mit leise Dreherei wird es wohl kaum klappen. Stattdessen kommt man jetzt mit eigenen EU-Steuern daher und hübsch verpackt in die zeitgeistige Dauerrhetorik von Plastik und Umweltrettung. Hören Sie auf mit Ihrer Plastik- und Luftpolitik. Setzen Sie einfach sinnvolle rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen für Produktion, Konsum und Recycling. Das reicht völlig aus. Dazu braucht man keine fiskalische Geldschneiderei, kein immer weiter Aufblasen von Institutionen, die vorher schon nicht funktionierten. Aber genau das ist ja die Hidden Agenda bei all dem Weltrettungsgetöse,
wo sich ein potenziell starker Nationalstaat wie Deutschland auf den Rücken legt, wie eine verrückte Schildkröte, die ausgerechnet von ihren Fressfeinden erwartet, sie wieder auf die eigenen Füße zu stellen. Diese Art von Multilateralismus ist nichts als eine Ausrede und perfide Flucht vor der Eigenverantwortung, der Verantwortung vor den Bürgern und Wählern und damit dem eigenen Staatsvolk. Ich danke diesem Staatsvolk. Der nächste Redner ist der Kollege Uwe Feiler, CDU-CSU-Fraktion.